Guten Abend, Herr Meier. Guten Abend, Frau Lenk. Wir haben uns heute zusammengefunden, nicht um über ein bestimmtes Subreddit zu reden, sondern über Reddit im Allgemeinen und die Frage zu beantworten, die uns in letzter Zeit öfters zugetragen wurde, nämlich, was ist eigentlich Reddit? Ja, was ist Reddit, Frau Lenk? Reddit ist nach Selbstdefinition the front page of the Internet. Und ich dachte, das wäre Google. Das bringt uns aber als Definition nicht weiter. Es scheint sich eher um eine Art Anmaßungsbegriff zu handeln. Aber was wahr ist, Reddit ist eine sehr große Plattform im Internet. Der Vergleich, mit dem wir vielleicht am ehesten arbeiten können, sind Foren, haben wir festgestellt. Ja. Das Erste würde ich auch mal sagen, ich denke dann an Foren. Foren sind mir einigermaßen vertraut. Ich verstehe auch die nicht so wirklich gut, muss ich gestehen. Foren sind immer etwas undurchsichtig für mich, wie ich da was finde. Dasselbe Problem hat man bei Reddit. Das habe ich auch schon festgestellt. Im Grunde lässt sich sagen, es sind tausende von Foren nebeneinander. Das heißt, wir haben Leute, die Dinge posten und andere können dann in einem Thread dazu Antworten machen und natürlich auch eigene Posts machen und so weiter. Das Ganze tritt dir auch ähnlich unsortiert wie in Foren entgegen. Das heißt, wenn du etwas Spezifisches suchst, kommst du meistens weiter, wenn du eine Google-Suche hast. Auf Reddit etwas spezifisch zu suchen, ist schwierig. So lande ich auch am ehesten bei Reddit, indem ich irgendetwas bei Google suche und dann wird mir eine Reddit-Seite vorgeschlagen. Genau, daher kennen es die meisten, aber kaum einer weiß, wie man dann eigentlich damit umgeht. Ja, denn auch wenn wir im ersten Moment denken mögen, Reddit, ja, das ist doch sowas Ähnliches wie ein großes Forum, wenn auch ein bisschen anders organisiert, aber irgendwie ist doch ein Forum, glaube ich mittlerweile, nur auf den allerersten Blick. Denn wir haben den Original-Post oben und dann Leute, die das kommentieren. Richtig. Und dann können wir dazu weitere Kommentare sehen. Ja. Aber das ist auch, wo das Ganze aufhört mit den Parallelen zu einem Forum. Denn hier wird Reddit komplexer. Ja. Weil ich ja auch auf die Antwort antworten kann und dann sozusagen sich jede Menge Seitenpfade dadurch entwickeln. Oh ja, und wie sie das tun. Und die haben teilweise noch nicht mal was mit dem eigentlichen Post-Thema zu tun. Es ist eine Mischung aus irgendwelchen Nebenwitzen, die gemacht werden. Es sind eigene Diskussionen, die sich nochmal innerhalb der Diskussion ergeben. Und davon eine ganze Menge. Das ist also allein schon die Komplexität, die wir in einem Post haben. Dann ist natürlich auf Reddit nicht zu allen Themen der Welt stehen dort Posts auf einer Seite. So rum funktioniert es. Es gibt eine Seite, die das macht, das ist dann die All-Seite. Aber das ist gar nicht so die relevanteste, sondern es gibt sogenannte, strukturiert sich in Subreddits, die dann jeweils einen eigenen Namen haben. Das ist dann immer R-Querstrich. Und dann der Name des Subreddits. Und das ist das Interessante, das unterscheidet es zu sogenannten Messageboards wie 4chan, wo die verschiedenen Kategorien quasi vorgegeben sind. Auf Reddit kann jeder ein eigenes Subreddit anlegen. Ich dachte nämlich auch gerade, und es klingt im ersten Moment danach, als wäre ich zum Beispiel auf der Hauptseite vom Spiegel und würde die Rubrik Politik anklicken. Aber nein, ganz so ist Reddit nicht, weil es diese Rubrikfunktion nicht hat, richtig, wie ich es bislang verstanden habe. Über Politik zum Beispiel finde ich hunderte von Subreddits wahrscheinlich. Die sich aber nicht in einer übergeordneten Kategorie sammeln, nein, sondern die kann ich alle nur einzeln finden. Richtig, und die teilweise auch gar nicht voneinander wissen. Da kommt nämlich der zweite Punkt an Reddit. Es gibt keinen Übersichtsplan. Ja, es wird irgendwo eine Liste geben, wo alle Namen draufstehen, aber diese Dinge heißen ja auch teilweise absurd. Man kann nicht wirklich daran ersehen, was eigentlich dahinter steckt. Ja. Ich meine, bei Subreddits wie zum Beispiel Mildly Interesting, ja, da sind ein bisschen interessante Sachen. Es gibt dann natürlich auch welche für sehr interessante Dinge und so weiter. Es gibt aber genauso das Haupt-Subreddit der Alt-Right-Bewegung zum Beispiel, man findet auch sehr viel Politik auf Reddit, ist zum Beispiel The Donald. Wie The Trump. Richtig, richtig. Da kann man sich dann vorstellen, was dahinter ist, aber wenn wir zum Beispiel in die Linken gehen und dann Subreddits mit dem Namen Gender Critical haben. Mhm. Ja, keine Ahnung.
was wenn ich das nicht schon vorher irgendwie weiß, was unter Gender Critical zu verstehen ist. Richtig, das ist ein Subreddit von Second Wave Feminism, die sich gegen die Third Wave Feminism Leute irgendwie positionieren. Auf der anderen Seite haben die wiederum gar nichts mit anderen Politik-Subreddits wie The Donald zu tun. Leute, die auf The Donald sind, haben gar keine Ahnung, dass es dieses andere Subreddit gibt. Andere Subreddits haben mehr Überschneidungen miteinander, zum Beispiel die Second-Wave-Leute streiten sich mit den Third-Wave-Feminism-Leute, also interne feministische Diskussionen. Da gibt es dann Bezüge zueinander. Es gibt aber genauso Subreddits, die über Memes gehen. Es gibt aber auch Subreddits wie zum Beispiel, ich glaube, es heißt Friday the 13th. Da wird jeden Tag die Frage gestellt, ob heute Freitag der 13. ist. Und das ist es ganz selten. Und dann schreiben die Leute dazu, dass sie nicht verstehen, warum denn nicht Freitag der 13. ist. Letzte Woche war doch am Freitag der 13. und dass sie hoffen, dass vielleicht morgen wieder Freitag der 13. ist und ähnliche Sachen. Mhm. Es bekommen tausende von Upvotes. Oh ja, auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt, wie auf Facebook, kann man etwas liken, das nennt sich Upvote. Aber das Schöne an Reddit ist, es gibt auch den Downvote-Button. Für jeden Upvote, wenn man einen Post macht oder einen Kommentar macht und ein Upvote bekommt, bekommt man einen imaginären Punkt, der heißt Karma. Es gibt auch Leute, die dieses Karma sammeln. Man kann mit diesem Karma eigentlich nicht sonderlich viel machen. Es ist nicht in Geld konvertierbar oder sonst was in der Art. Kann ich negatives Karma ansammeln? Du kannst negatives Karma ansammeln. Manche Leute machen sich auch das zur Aufgabe und haben ihre Troll-Accounts. Und es gibt sogar noch, um zurückzukommen zu dem, ist heute Freitag der 13. Es gibt dann sogar noch ein Review-Subreddit, das jeden Tag postet, ob das Ergebnis auf die Frage, ist heute Freitag der 13. korrekt ist oder nicht. Ich bin in beiden und ich liebe beide über alles. Es gibt Subreddits mit dem Namen Confused Boners, wo es genau darum geht, Sachen, die auf seltsame Art und Weise erotisch sind, obwohl man sie nicht erotisch finden sollte und man verwirrt ist von dem Boner, den es einen gibt. Es gibt Brand New Sentences, wo es darum geht, Sätze, die noch nie auf dieser Welt gesagt wurden. Das ist ein sehr interessantes Ziel. Oh ja, das ist... Ich frage mich, wie die das fact-checken. Das tun sie gar nicht. Es geht dann... Doch, teilweise schon. Sie geben es bei Google ein. Ah, okay. Das ist der Haupt- Na gut. Fact-Check, den sie haben. Der Top-Post in Brand New Sentence ist übrigens A loose cannon eventually points your way. Da kommt dann auch, can confirm googling a loose cannon eventual points your way only gives one result, which is this thread. Eine wichtige Frage, die ich hier stellen muss natürlich, auch wenn ich mir die Antwort schon vorstellen kann, gibt es auf Reddit Katzenbilder? Selbstverständlich. Es gibt Cats, es gibt aber auch Cat Tabs, wo du wiederum kleine Videos hast von Katzen, die niedliche Dinge mit ihren Pfötchen machen und irgendwo hintappen. Ich meine, dann wissen wir wenigstens, dass wir uns im Internet befinden. Wenn es Katzenbilder da gibt, dann ist es legit. Auch sehr viele Katzenvideos sind in Animals Being Jerks und Animals Being Derps. Oh, ich glaube, das wären zwei Subreddits, die ich bestimmt abonnieren könnte. Oh, wäre ich auf Reddit. Ein weiterer Satz, Platz 2, ist übrigens bei Brand New Sentence. I wish life would just pull its cock out of me and tease me with it a bit instead of just jackhammer gorilla fucking me to oblivion. Ist das der Name von einem Subreddit? Das ist der Name von einem Brand New Sentence. Ah, gut, okay. Ich hab gerade für einen Moment nicht aufgepasst. Und natürlich haben die Leute, die in Subreddit sind, wie Brand New Sentence, vielleicht gar keine Ahnung, dass es The Donald zum Beispiel gibt oder dass es feministische Diskussionen dort auch gibt. Was ich daraus höre, ist, das Angebot an Subreddits oder Themen auf Reddit ist ungefähr, wenn nicht genauso bunt, wie das Internet selbst. Richtig. Es gibt zwar keine Garantie dazu, alles auf Reddit zu finden, aber es gibt eine Chance dazu, ja? Es gibt auch einen Haufen Mildly-Subreddits, die auch nichts miteinander zu tun haben. Es gibt Mildly-Infuriating.
mildly interesting, mildly penis, mildly vagina und natürlich mildly Hitler. In mildly Hitler sind Dinge, die alle so ein bisschen aussehen wie Hitler. Ah, ja. Unbeabsichtigt. Gibt natürlich auch welche, das gibt es die ganzen Stories, Subreddits, die ich sehr, sehr schätze, wo Leute einfach, also textbasierte Subreddits, wo Leute bestimmte Geschichten erzählen. Da gibt es welche über Narzissten, über Entitled Bitch haben wir, glaube ich, in unserer Entitlement-Folge erwähnt oder auch Entitled Parents. Es gibt welche zu Tales from Retail, Tales from the Job im Allgemeinen, Tales from the Front Desk, auch das haben wir, meine ich, in Entitlement erwähnt. Es gibt Oddly Specific, es gibt Oddly Arousing und es gibt Obama Drinks My Milk. What a jerk. Ja? Yeah? Dann gibt es natürlich auch noch Find a Reddit. Das heißt, wenn dort jemand hinkommt und zu einem spezifischen Thema Subreddits sucht, der kann dann in Find a Reddit posten. Wenn man dann, jetzt kommen wir nämlich noch zu einer der größten Seiten von Reddit, Porno. Wenn man wiederum Porno-Subreddits sucht, zum Beispiel Painel ist eins der Subreddits, die ich am häufigsten besuche. Ich bin groß häufig darauf zu sprechen. Painel ist einfach eins der ekligsten Porno-Subreddits überhaupt. Ihr könnt euch vorstellen, um was es da geht. Anal, der ja, der Name verrät alles. Es ist kein weiteres Geheimnis mehr dabei. Der Name verrät schon alles. Unter anderem kommt durch die großen Porno-Anteile auch die hohe Userzahl von Reddit zustande, weil die meisten Leute zwei Accounts haben. Einen für Porno, einen für anderes Zeug. Manche sogar noch drei, den Troll-Account. Richtig. Und weil man ja in seiner normalen Timeline nicht ständig Porno haben möchte, hat man natürlich zwei verschiedene Accounts. Weil das ist eine eigene Timeline, wo alles aus den verschiedenen Subreddits kommt. Man kann sich natürlich auch die Subreddits alleine anschauen. Es gibt auch Beratungs-Subreddits, zum Beispiel r/sex ist ein sehr, sehr schönes, was sehr sex-positive ist, wo man sich gut über Sex unterhalten kann. Es gibt ein Subreddit für Small Frogs. Es gibt Mädchen-Nerd-Subreddits, nenne ich sie mal, nämlich Skincare-Addiction und Make-up-Addiction, wobei ich eher der Skincare-Addiction-Fan bin. Es gibt eins für Specialized Tools, es gibt eins für Surreal Memes, es gibt Eulen-Subreddits, es gibt welche zu, genau, verschiedene Computerspiele, dadurch sind die meisten schon mal drauf gestoßen. Zu jedem Computerspiel gibt es dann auch wieder eigene Subreddits. Es gibt das Subreddits We Want Plates, wo Bilder aus Restaurants, die ihr Essen in seltsamen Dingen servieren, aus denen man nicht essen möchte, oder Fleisch mit Soße auf Holzbrettchen und ähnlich unpraktische Dinge. In der modernen Gastronomie hat sich das als Trend herausgestellt. Teller zu benutzen. Keine Teller zu benutzen. Ach so, ich dachte, es sollte ein snarky Remark sein. Nein, aber nein, war es leider nicht. Schade. Und ganz toll auch für Leute, die in Reddit einsteigen wollen. Ich habe immer sehr viel Spaß mit Technically the Truth. Auch das würde Ihnen, Herr Meier, sicherlich sehr gut gefallen. Ja, ich pendel dazwischen, ob technically the truth the best kind of truth is or the worst kind of truth. Ich glaube, die Leute, die diesem Subreddit sind, sind sich da auch alle überhaupt gar nicht sicher. Es kommt sehr darauf an, auf welcher Seite von technically ich gerade stehe. Es gibt natürlich ganz viele nackte Menschen, nicht nur Porno, sondern es gibt auch Normal Nudes. Es gibt Subreddits zu Vaginas mit kleinen Schamlippen, welche mit großen Schamlippen. Es gibt ungefähr 15 bis 20 verschiedene Penis-Subreddits für große Penisse, für kleine Penisse, für gepierste Penisse, für beschnittene Penisse. Und natürlich für softe Penisse und eins meiner Lieblings-Subreddits, weil man daran sieht, dass es etwas Bestimmtes gibt, was niemals erotisch ist, nämlich Balls. Ich habe eben noch an das Hoden-Subreddit gedacht, während du deine Liste aufzählt hast. Ich habe Hoden über Hoden gesehen und ich kann jetzt offiziell sagen, Hoden sind echt nicht sexy. Ich verstehe auch nicht, wer sich irgendwie dafür größer interessieren kann. Und das Allerschönste daran ist, dass jeder, der ein Subreddit gründet, kann es dann auch selber gestalten und moderieren und die Regeln für dieses Subreddit festlegen. Darf ich Leute beleidigen? Darf ich sie nicht beleidigen? Was passiert dann, wenn ich das tue? Wie sind allgemein
die Umgangsformen. Es gibt welche, die sind eher so wie 4chan drauf, was ja immer als 4chan gilt als eine der politisch inkorrektesten Anything Goes Regeln haben. Richtig, richtig. Ja. Ich mag das Historiker-Subreddit, von dem du erzählt hast, das so unglaublich rigide Regeln hat, wer dort überhaupt posten darf. Und stimmt, das ist das schönste Beispiel für eine wirklich rigide Moderation ist Ask Historians, wo nämlich jede Antwort, die nicht gut genug recherchiert ist, die nicht genug Quellenlage hat oder auch ein Witz ist, egal ob der Witz gut ist oder nicht, es wird gelöscht. Das heißt, wenn dort eine neue Frage auftaucht und ein, zwei Stunden da ist, kann man den Thread durchgehen und da steht deleted, 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 deleted. Es muss man lange scrollen sein, bis man eine wirkliche Antwort dann kommt. Richtig, richtig. Irgendwann wird die Antwort aber dann auch, wenn man ein bisschen abwartet, ganz nach oben wandern, weil sie wird ja hochgewählt. Ja. Und mit die meist hochgewähltesten Sachen stehen dann auch ganz oben, was halt auch dazu führt, dass du, wenn du zum Beispiel spezifisch nach einem Computerspiel Dinge suchst im Internet und dann auf Reddit stößt, auch gleich die beste Antwort dazu bekommst. Das ist der Vorteil an dem Up- und Downvote-System. Ja, also das ist nämlich durchaus was ich, du hast schon Ask Reddit vorhin erwähnt, denn die große Frage ist natürlich, wenn es auf Reddit alles gibt, also alles, ja. Find wie finde ich dann etwas? Find a Reddit. Ja, find a Reddit. Ask Reddit ist nochmal anders, da kann man eine Frage, auch. Ja natürlich, siehst du, da eins der populärsten, eine Frage zu irgendetwas fragen. Aha. Und dazu gibt es dann die interessantesten Unterhaltungen. Es ist schon mal praktisch, dass eine so große Seite dann auch einen extra Abschnitt für finde etwas hat. Ja. Wir haben schon finde Reddit etwas und finde etwas not safe for work, wenn man Pornos sucht. Ja, der not safe for work Filter ist durchaus vielleicht auch erwähnenswert, wenn wir über Reddit reden. Macht genau das, was der Name sagt. Es kennzeichnet bestimmte Inhalte als nicht in jeder Situation sozial akzeptabel. Also eigentlich heißt das sowas wie, ja, wahrscheinlich Porno. Ja. Wenn da not safe for work irgendwo oder die Abkürzung dazu steht. Und find a Reddit not safe for work ist natürlich dann, wo man postet, wenn man Porno-Subreddit sucht, weil das nicht im normalen find a Reddit dann drin ist. Wie wenn ich diese vorgegebenen Seiten oder diese schon institutionalisierten Seiten nicht nutze, wie finde ich dann etwas über Reddit, wenn es nicht nach Rubriken sortiert ist? Durch Zufall. Du hast keine andere Chance, als auf interessante Dinge durch Zufall zu stoßen. Ich habe damals, als ich mit Reddit anfing, vor allem die feministische Diskussion beobachtet. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich fand es spannend, was die so diskutieren und was für Fragen die haben und warum sie sich ständig um Badezimmer und wer welche Toilette benutzen darf streiten. Dürfen Transleute jetzt auf Frauentoiletten oder nicht? Ist eine Riesenfrage dort und das fand ich sehr interessant und bin dann über die Zeit auf all diese Subreddits, die ich ja zum Teil gerade vorgelesen habe, irgendwie gestoßen. Manchmal sucht man etwas spezifisch nach Begriffen, aber das funktioniert eigentlich nicht. Meistens stößt man in den Kommentaren auf einen Link zu einem anderen Subreddit. Zum Beispiel, wenn dort ein Thread ist zu einem bestimmten Thema, das auch gut in ein anderes Subreddit passen würde, dann postet jemand einfach nur den Namen von diesem Subreddit. Und dann das entsprechende Subreddit. Das ist dann auch als Link mit drin und man klickt da drauf und befindet sich auf einmal, bam, in einem ganz seltsamen neuen Universum, das nach eigenen Regeln funktioniert, zu einem guten Teil auch wirklich ganz eigenes Vokabular hat, was man sich erstmal drauf tun muss, aber dann natürlich auch eine jeweils eigene Art, miteinander umzugehen. Es gibt welche, die sich mehr aufeinander beziehen, also wenn wir es als so eine Art Planetenhopping betrachten, gibt es Planeten, die miteinander in Kontakt stehen, Handel treiben, was auch immer. Die eher so ein bisschen sind wie Erde und Mond. Richtig, richtig. Und dann gibt es welche, die wirklich weit auseinander liegen und noch nie im Leben voneinander gehört haben. Mhm. Und jeweils ihre eigene Kultur und Sprache aufweisen. Für mich war es ja schon ein großer Fortschritt in der Reddit-Benutzung, als ich irgendwann festgestellt habe, oh, dieser Kommentarstrang, in dem ich gerade gelandet bin, von Google aus, der hat da oben so einen kleinen Knopf. Und damit komme ich in das eigentliche Subreddit zurück. Ja. das war schon. In dem Moment ist Reddit für mich um eine ganze Spur benutzbarer geworden, obwohl ich es immer noch etwas unübersichtlich findest? Ja, das ist es. Ich verstehe die Struktur, von der du sprichst.
Und sie frustriert mich schon beim Zuhören. Also, es erinnert mich an bei C und A vor der Sockenkiste zu stehen mit den Angebotssocken und zu hoffen, dass diese eine Musterung in meiner Größe noch da ist und mich da dann durchwühlen muss. Daran erinnert mich das ein bisschen. Und das ist schon ein sehr frustrierender Vorgang für mich. Und dort sehe ich, wo diese Schublade aufhört. Bei Reddit kann sich ja alles Mögliche, was ich suche, hinter der nächsten Ecke verstecken. Aber weil ich die falschen Schlagwörter benutzt habe. Reddit hat auch Tags, richtig? Ja. Ja. Das heißt, insofern, wenn ich mit Schlagworten arbeite, sollte ich eigentlich eine recht gute Chance haben, in die Nähe dessen zu kommen, was ich suche? Nein. Das frustriert, aber wofür sind dann Tags da? Die sind Subreddit intern. Da kann sich also, da werden sich bestimmte Tags ausgedacht, um das Subreddit zu strukturieren. Das gehört aber jeweils zur eigenen Kultur des Subreddits. Es gibt keine allgemeinen Tags, nach denen du gut suchen kannst. Ja. Es ist immer kulturspezifisch und es ist völlig unübersichtlich. Und dadurch kann ich aber auch im Grunde jeden Tag etwas Neues finden. Ja, manche Leute lesen die Frontseite von Reddit so, wie ich die Frontseite von Zeitungen lese. Sie gucken, oh, ein neuer Tag. Was gibt es denn Neues auf Reddit? Zur eigenen Sprache und Kultur würde ich noch gerne kurz auf... Es gibt auch deutsche Subreddits. Es gibt eine auf Deutsch funktionierende Community auf Reddit. Das Haupt-Subreddit, würde ich behaupten, ist r.de. Was eher so von linken bis linksliberalen Kreisen genutzt wird. Es gibt da noch eher Edefreiheit, also zusammengenommen Redefreiheit, das ist das der Nazis. Damit wollen wir uns mal nicht beschäftigen. Aber selbstverständlich, selbstverständlich ist die AfD auch auf Reddit. Ja. Die RDE-Leute haben wiederum die schöne Sache entwickelt, alles von Englisch direkt auf Deutsch zu übersetzen. Zum Beispiel heißt Reddit dort Lasest. Weil Reddit heißt Read It. Deswegen heißt es auf Deutsch Lasest. Das heißt, man muss sich wirklich dort reinwählen. Da gibt es dann so Sätze wie, dieser hier weiß, wie man richtig lasest. Haben Sie meine Aufwahl? This one knows how to Reddit. Have my upvote. Wortwörtlich übersetzt. Und man wird natürlich für solche Sachen auf jeden Fall extrem doll hochgewählt. Die This One Knows How to Reddit war übrigens zu einem weiteren Kommentar, der hieß, die hatten womöglich noch die Nutzungsrechte für ein Aktienlichtbild aus der frühen 90er-Ära und haben das schnell mal wieder verwendet. Nur halt mit Lichtbildladen schnell einen Klugfernsprecher eingefügt, um es gegenwärtiger zu machen. Der Lichtbildladen Photoshop. Oh mein Gott. Klugfernsprecher. Ja. Smartphone. Also, ich habe mich, während du das vorlasst, schon häufiger gerade eben auch gefragt, was sind jetzt die Worte, die sie direkt übersetzt haben? Ich habe sie nicht sofort gefunden. Und das Aktienlichtbild ist das Stockfoto. Oh, okay. Und das ist eine wirklich, wirklich eigene Sprache und eigene Sprachkultur, die sich in RDE zum Beispiel entwickelt. Deswegen denke ich, sind ein besonders schönes Beispiel, weil du wirklich jedes Mal wieder umdenken musst. An Hochwähl und Runterwähl gewöhnt man sich relativ schnell. Upvote, Downvote. Lasest ist dann schon gewöhnungsbedürftiger und Aktienlichtbild ist groß. Ich muss gestehen, der Humor davon geht einfach immer ein bisschen an mir verloren am Ende. Man muss ja auch in drei Ecken denken, das ist nicht deins. Nee, zumindest nicht, wenn es um Sprache geht. Ich bevorzuge sie direkt, klar und deutlich. Man muss halt nur übersetzen. Ja, ja, es ist, und dann verstehe ich auch den Gag da dran, aber es ist, hält nicht lange vor. Es gibt natürlich Subreddits, die größer und bekannter sind als andere, die also auch jeder andere im Grunde kennt. Es gibt Reddits, die kennt jeder, zum Beispiel MeIRL, Me in Real Life, was eins der bekanntesten Meme-Subreddits ist. Es gibt natürlich auch rFunny, was aber eher verachtet wird, das mag keiner. Obwohl das wirklich gar nicht so schlecht ist, aber das ist extrem uncool. MeIRL ist cool. Also MeIRL klingt auch sehr viel mehr nach Internet, muss ich sagen.
Und dazu passen Memes dann einfach durchaus auch sehr gut. Richtig. Es gibt natürlich auch R-Memes. Das ist aber, geht eher in so eine etwas rechtere Richtung. Das ist schon so ein bisschen alt-rightig, nice-guy-ig. Nice-guy auch ein wunderschönes Subreddit, über das wir auch schon gesprochen haben. Unser Insel Neckbeards Nice Guy. Die gesamte Inselbewegung ist groß geworden auf Reddit. Insels sind junge Männer, die nicht ficken können und Frauen dafür hassen. Die ganze Manosphere besteht aus Incels, Red Pill, MGTOW, Men Go Their Own Way, also Männer, die ihren eigenen Weg gehen, indem sie den ganzen Tag im Internet rumhängen und darüber reden, wie scheiße doch Frauen ich sind. Ich muss jetzt an diesen einen Song aus den 80ern oder 90ern denken mit der Zeile I'll go my own way. Ja, ja, ich glaube, daran ist es angelehnt, äußerst stilvoll. Also ich weiß nicht genau, wie die Zeile geht, aber Go My Own Way kommt definitiv drinne vor. Es ist also zeitaufwendig, auf Reddit etwas zu finden. Wenn man etwas Spezifisches sucht, ist Reddit der schlechteste Ort überhaupt. Dafür ist Google da, aber nicht Reddit. Reddit ist gut zu browsen, ja. Reddit ist gut, um Planeten, Welten und all sowas zu entdecken. Und dadurch, dass man immer wieder von einem Subreddit ins nächste kommen kann, kann man dort Tage verbringen. Ich kann wirklich ohne Probleme 5-6 Stunden am Stück auf Reddit verbringen. Erstmal lese ich natürlich meine Subreddits, die ich immer lese, dann entdeckt man noch andere Sachen, guckt vielleicht in welche, in die man nicht so häufig geht und wird dort wiederum zu einem neuen auf einmal verleitet. Bam, es tut sich eine neue Welt auf, man hatte keine Ahnung, dass das existiert und erstmal ist man addicted und fängt an mit Binge-Reading. Das ist ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Also nicht unbedingt das Binge-Reading, das meine ich jetzt gerade nicht, obwohl das passieren kann, sondern du sprachst von deinen Subreddits. Ja. Insofern hat Reddit auch so eine leichte Newsfeed-Tendenz, ja? Oh ja, natürlich. Du abonnierst verschiedene Reddits, um sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben, was dort drin passiert. Genau, du musst nicht jedes Reddit wieder neu von vorne suchen. Und man subscribt zu Subreddits und hat die dann quasi in seinem eigenen Newsfeed drin. Das heißt, kann auch einfach seinen eigenen Newsfeed durchscrollen, um dann halt die ganzen Subreddits zu sehen. Ja, wenn du heute nicht in der Stimmung bist, Reddit zu browsen, nur um zu gucken, was passiert ist. Genau, nicht in die spezifischen Subreddits zu gehen, sondern sich das anzugucken. Genauso kann man natürlich auch auf r/all gehen, wo dann wiederum die Top-Posts aus den verschiedenen Subreddits auftauchen. Dadurch kann man auch wieder neue Reddits entdecken, obwohl das natürlich häufig auch die größeren sind, die dort erscheinen. Ja, stellt sich mir die Frage, wie interessant ist das so, das zu sehen, was sich alle angucken? Ist das was, das meinem Interesse entspricht oder nicht? Da kommt aber manchmal auch seltsames Zeug dazwischen. Ich weiß nicht genau, wie die Algorithmen funktionieren. Es geht nicht rein nur nach Hochwähls. Da sind die Reddit-Leute schon klug. Das heißt, zum Beispiel auch auf r/de tauchen manchmal Posts in r/all auf und auf einmal tauchen verwirrte englisch sprechende Menschen auf, die fragen, oh, what's going on? Und dann kommt sowas wie, sprich Deutsch, du Hurensohn. Oder etwas in der Richtung. Mit typischer Internet-Charmanz oder mit typischem Internet-Charme wird dann auf so etwas reagiert. Obwohl du Hurensohn ist immer die Grundbeleidigung in dem im deutschen Me IRL. Ich, IEL, ich im echten Leben, ja. Die wiederum jeden als Hurensohn beschimpfen. Sie haben ein ihr Lieblingsmeme ist ein Typ, der Pedalo fährt und sagt, Bruder muss los. Also auch wieder eine sehr eigene Kultur. Sie haben natürlich auch die Mittwochskröte, die wiederum ganz abgekupfert ist von Me IRL, weil die haben auch den Wednesday Frog. Deswegen hat ich IEL die Mittwochskröte, wo ein sehr schöner Künstler wirklich ganz wunderbare Kröten zeichnet, die sie im Englischen nicht haben. Also auf Deutsch, die Kröte ist schöner, die Mittwochskröte. Wie es wiederum zur Mittwochskröte gekommen ist, weiß ich nicht. Wer das wissen will, kann zu Know Your Meme gehen und hoffen, dass das dort erklärt wird. Aber das im Grunde ist Reddit. Das war ein Haufen Reddit. Es ist ein verwirrendes, seltsames, unendliches Universum, was täglich weiter wächst. Und, den wichtigen Aspekt haben wir noch gar nicht erwähnt. Es bleibt komplett anonym. Man befreundet sich nicht auf Reddit. Man erzählt nicht anderen Leuten sein Username, damit man sich befreunden kann und so weiter. All diese blöde Facebook-Scheiße fällt raus. Und was man auf Reddit tatsächlich verachtet, ist Facebook. Es ist so eine Art Social Media ohne Social. Ja.
Richtig. Also zumindest ohne den Netzwerkteil vom Social Media. Richtig. Das macht es mir einen Tick sympathischer. Ist es. Wenn dann Leute ankommen, also es gab mal einen Thread darüber, Leute, die neu auf Reddit sind oder Leute, die auf Reddit schon länger sind und von Kollegen, die neu auf Reddit sind, angesprochen wurden und nach ihrem Username gefragt wurden und die dann nur verwirrt antworteten, ah, we don't do this here. Niemand will das auf Reddit. Auch Pärchen haben durchaus dann in diesem Thread berichtet, Ehepaare, dass sie auch von ihrem Partner den Reddit-Namen gar nicht wissen, dass das auch überhaupt gar nicht relevant ist. Es ist eine sehr, sehr anonyme Plattform und das, ja, hat meines Erachtens dadurch wesentlich mehr Schönheit und natürlich auch, naja, du kannst ganz andere Fragen stellen, wenn du anonym bist. Du kannst ganz andere Sachen sagen, wenn du komplett anonym bist und so Im weiter. Guten wie im Schlechten kann man dazu dann auch noch wieder sagen, ja. Richtig, Ich richtig. kann mich benehmen wie die Axt im Walde, aber ich kann eben auch Fragen stellen, die ich lieber nur dann stellen möchte, wenn ich nicht persönlich erkannt Aber werden wenn ich will. mich benehme wie die Axt im Walde am falschen Ort, werde ich ganz schnell gebannt oder noch schlimmer, Shadowbanning. Du bist quasi gebannt, aber du weißt es nicht. Du Oh. postest weiterhin noch, du denkst Ja. auch, dein Post sei sichtbar, aber niemand anders kann ihn sehen. Oh, das ist die beste Art zu bannen. Oh ja. Da kann keiner was sagen. Ich meine, Beziehungsweise dann merkt dann teilweise keiner. Vielleicht, wenn keine es dauert ein Antworten und keine bisschen. Hochwels kommen, kann man sich das irgendwann denken. Manchmal wird man auch offiziell gebannt. Bestimmte Subreddits bannen auch sofort Leute, die in anderen Subreddits schon mal aktiv waren. Zum Beispiel könnte ich niemals in Off My Chest, wo man das, was einem auf dem Herzen liegt, einfach mal loswerden kann, könnte ich nicht posten, würde sofort einen Ban bekommen, weil ich schon mal was in Tumblr in Action gepostet habe. Tumblr in Action ist das Subreddit, was sich über die dümmsten Sachen der Linken lustig macht. Ich schätze es sehr, weil sich dort von Alt-Right bis radikaler Linker alles sammelt. Alle Leute, die irgendwie ein Problem haben mit dummen linken Aussagen und darunter leiden und sich darüber lustig machen wollen. All diese Leute sind da, aber dadurch sind natürlich die sehr politisch korrekten Subreddits, hassen das dann wiederum und Ja. bannen einfach jeden, der dort irgendwie schon mal was gesagt Ja, man macht auch keine Witze über ernstzunehmende politische Dinge. hat. Auf gar keinen Fall. Das ist Niemals. nicht gut. Würde ich auch Wir nie würden so tun. etwas nie tun. Nein. Frau Lenk, ich danke Ihnen für diesen Crashkurs in Reddit. Herr Meier, es war mir eine Freude.